Hi, ich bin die Jenny, ich bin 27 Jahre alt, bin Mitarbeiterin im Personalbereich und bin Zwillingsmami. Die Nachricht meiner Zwillinge kam jetzt nicht am Anfang von der 12. Klasse, sondern mitten im Halbjahr. Eigentlich war der Plan und wäre auch möglich gewesen, dass ich das 12. Jahr noch beende. Was aber mir dann doch nicht möglich war, weil die Schwangerschaft mich körperlich doch schon ziemlich mitgenommen hat, was ich eigentlich nicht dachte. Genau, dann habe ich erstmal ausgesetzt. Als die Kinder dann 10 Monate alt waren, habe ich nochmal von vorne gestartet. Ich habe die 12. nochmal von vorne begonnen. Glücklicherweise ging das auch und wurde mir ermöglicht, dass ich nochmal bei Null beginne und ja. Genau, und bei einer Berufsinformationsveranstaltung an unserer Schule bin ich dann auf den Beruf der Finanzassistentin gestoßen. Hat mich auch tatsächlich von Anfang an beeindruckt. Davor war ich noch ziemlich orientierungslos, aber für mich war dann ziemlich schnell klar, da möchte ich hin. Und auch wenn für mich ziemlich schnell klar war, dass ich zur Kreissparkasse Freudenstadt gehen möchte, war ich mir doch recht unsicher, ob ich überhaupt eine Chance habe, weil mein näheres Umfeld schon auch seine Bedenken geäußert hat, dass es doch auch schwierig wird, eine Berufsausbildung zu bekommen mit Zwillinge, wenn man dann noch so jung ist. Jedenfalls habe ich nach der Infoveranstaltung unsere Personalentwicklungsleiterin gleich angesprochen, habe sie gefragt, ob sie überhaupt Mamas einstellen und ja, sie hat sehr positiv reagiert. Mir wurde dann auch relativ schnell angeboten, dass ich meine Ausbildung in Teilzeit machen darf. Ich habe mich aber dafür entschieden, Vollzeit meine Ausbildung zu machen. War oftmals sehr turbulent und herausfordernd. Ja, mein Tagesablauf sah wie folgt aus. Ich bin oft oder meistens morgens um 4 aufgestanden, habe meine Zwillinge gerichtet und eingepackt und zur Tagesmutter gefahren um 5. Bin dann zur Schule, die um 7.30 Uhr begonnen hat. Nach meiner Ausbildung habe ich mir klar auch Gedanken gemacht, wo ich hin möchte. Für mich war das Thema Flexibilität mit den Kindern sehr wichtig. Es war auch relativ schnell eine Stelle im Personalbereich ausgeschrieben. Habe gedacht, ich versuche mein Glück, habe mich beworben und das hat dann auch auf Anhieb funktioniert. Und ja, ich bin jetzt bis heute in der Personalabteilung und bin sehr glücklich damit. Sparkasse bedeutet für mich Zusammenhalt wie in einer großen Familie, jeder steht für jeden ein. Es ist immer Verständnis da, egal was war, also mit Kindern kommt immer mal irgendwas dazwischen, dass man einfach mal gehen muss oder sonstiges. Es war nie Unverständnis da, ich ja, wurde immer ermutigt, ermuntert, bin immer gern in die Sparkasse, komm immer noch gern in die Sparkasse und ja, einfach Freude, kurze Wege, genau. Ich werde so oft gefragt von anderen, Mensch Jenny, wie hast du das überhaupt alles geschafft? Und rückblickend betrachtet weiß ich selber nicht. Es war echt oft ziemlich hart und es hat viel Mut gekostet. Aber was ich euch damit auf den Weg geben möchte, auch wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, vielleicht wie ich es war, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht reinreden. Macht euer Ding und ihr schafft es.